So, let's go. Bin gespannt. Ich wusste, dass er Borio spielt. Kein Rückstoß, okay. Ich wusste, dass er Borio spielt. Ich wusste es, wusste es, wusste es. So. Jetzt die Frage. Rückenwind oder Verhöhner? Aber ist er schneller? Es wird ein 50-50-Ding sein. Nein. Angreifen. Kein Rück... nein. Was würdest du sagen? Kein Rückenwind. Ach, weil dieses Weherball oder so macht doch irgendwas mit Rückenwind, ne? Soll ich direkt drauf gehen? Das war zu langsam. Das muss echt schneller gehen. Wenn du mir helfen willst, dann muss das schneller gehen. Das war jetzt in der letzten Sekunde. Guck mal, das ist doch scheiße. Das war doch safe in... Das ist ja nervig. Das ist nervig. Aber es war doch bestimmt jetzt gerade, dass beide gleich schnell waren, oder? Das ist doch Kacke. Ich glaube, ich muss mein Boreos auf Geschwindigkeit machen, weil das wird oft passieren. Glaube ich. Nee, ja, Speed Invest. Okay. Wieso geht Hitzewelle nicht? Hitzewelle hat gemisst. Ach so, okay. Also geht schon, hat nur gemisst. 90er Genauigkeit, es fängt ja super an. Eissturm auf Boreos finde ich aber auch spannend. Finde ich, glaube ich, gut. Eissturm auf Boreos, was sagst du dazu, Malta? Ey, wieder nicht getroffen. Nee, da, Windreiter. Guck. Ich kann keine Hitzewelle einsetzen. Phantomforce Brichtschild, das weiß ich, das weiß ich. Hitzewelle stärkt den. Wusste ich nicht. Ja, macht da nichts. Jetzt wissen wir es. Jetzt kann ich mal Rückenwind drücken. Und ich würde einfach nochmal einen Säurespeier, glaube ich, raushauen. Was ist der überhaupt für ein Typ, Akani? Steingefeuer. Ich mache einfach mal einen Säurespeier, oder? Oh, ein Drachenbolt. Steinfeuer, ja. Gegen Welle, ja, Hitzewelle, ne? Steinhaupt? Ich meine, er hat ja keinen Betrüger gezündet, also wird er wohl Steinhaupt haben. Ey, ist aber guter Schaden eigentlich, ne? Das war nicht schlecht. Wieso? Viscogon, tanky und kann was. Gefällt mir. Jetzt kommt der schöne Bedroher rein. Hast du auch Spezialoffens gepusht? Ja, wichtig. Das war auch wichtig. Ich hab voll Bock auf Erdbeben, ne? Ich hab so Bock auf Erdbeben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Terra Erdbeben, das ist es doch. Der hatte doch keinen Flug oder so mehr. Boreos ist weg. Terra Erdbeben ist es.
Aber na klar! Arcani mit Steinhaupt finde ich echt stark. Hast halt zweimal vierfach Schwächen. Wasser und Boden. Ja. Wasser und Boden hast du. Und der Boden, der kommt jetzt hier rein, wenn er kein Schutzschild drückt. Der Boden kommt jetzt. Guck's dir an. Der wird geweckbebt. Der wird weggebebt. Das macht mir gar nichts. Na, es tat schon weh, aber ich hab's überlebt. So, Erdbeben. Guckt's euch an, halt's euch fest. Jetzt rappelt's. Jetzt rappelt's. In der Top 4. Hast halt Kopfstoß, Flammenblitz und Stromstoß, drei mächtige Attacken, ja. Ohne dass du einen krassen Nachteil davon hast, ne? Ich muss mir gleich mal die Werte dazu angucken. Ich finde das Arcani eigentlich auch geil. Hallo Cat. Nicht aber sehr effektiv. Ja, ey, Demeteros ist ein Biest. 145 Base Attack. Plus Leben Orb. Plus Terra. Der nimmt alles weg. Urshifu ist doch bestimmt der. Ja, ist der. Dachte ich mir schon. Ist sein Windding weg? Rückenwind geht noch zwei Runden. Ne? Er hat keinen Rückenwind mehr. Das heißt, er kann nur mit seiner Wasserattacke schnell sein. Er kann nur mit der Wasserattacke schnell sein. Deswegen gucken wir mal. Gucken wir mal. Wen er killt. Wen wird er killen? Ah, er hat Aqua. Er kann aber nur. Er hat aber nicht Aqua gedrückt. Krass. Er hat nicht mal Aqua gedrückt. Ey, er hat vielleicht auch keine Aqua. Muss ja nicht jeder so clever sein wie wir, weißt du? Der Erdbeben, den habe ich aber gerade anders gefühlt, sag ich dir ehrlich. Und unser Lied war auch gut. Der Verhöhner am Anfang war assi. Der hätte ich vielleicht direkt angreifen sollen mit Polarorkan. Aber so lernt man. Das war schon mal, das war ein brutales erstes Game. Nice. So kann es weitergehen. Das Team gefällt mir richtig gut. Und Viscogon, Beast. Entscheide selbst, ich lerne so am besten. Pascal macht doch bei den Statements. Okay, Pascal. Kreat, Cressida will ich jetzt so wegwrecken. Abschlag wird wohl killen, oder? Obwohl, was ist, wenn der Mogelhieb macht? Wenn das Scheißding da Mogelhieb macht. Ich muss auf Mogelhieb gehen. Ich bin aber schneller als der Grimmsnarl, oder? Ah, nein, der. Was, wenn der Tarnumhang hat? Oh, den schiebt man entweder mit Schutzbrille oder mit Tarnumhang. Das ist jetzt wieder so 50-50. Du kannst nur verlieren. Ich wette, ich mache die falsche Entscheidung. Abschlag, dann kommt der Mogelhieb von Grimmsnarl. Und Mogelhieb und er hat einen Tarnumhang. Egal, ich konnte gerade nur verlieren. Das hatte so. Okay. Bitte kein Tarnumhang. Ich wusste, dass er. Okay, er spielt Boglo auf Boros. Okay, gut. Bitte kein Tarnumhang auf. Chris, ey, auf. Ja! Hab alles richtig gemacht. So nämlich. Alles richtig gemacht. Und Boros hat ja den Tarnumhang. Oh mein Gott, wie geil! Ich liebe das Team jetzt schon. Ich überlege sogar Terra und Fulldruff. Terra und Polarokan, hätte ich Bock drauf. Aber wir machen mal. Oh, ich könnte auch einfach Verhöhner. Falls er nicht stirbt, noch Verhöhner drauf. Weil Safety First, ich darf auf gar keinen Fall den Bizarro-Raum fressen. Was ist das? Verhöhner wirkt nicht. Was hat der? Bitte kill ihn. Was? Das ist viel zu wenig Schaden. Was? Mentalkraut.
Weil das Mentalkraut dann auch weg war, hat der Abschlag nicht mehr gezündet. Also selbst dann wäre der nicht tot gewesen. Wo ist eigentlich mein Grasfeld? Fällt mir gerade mal auf. Ist doch da. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Also egal, was Cresselia macht, die wird nicht Gordrom killen, glaube ich. Der hat eine Weste an. Das müsste der noch überleben. Ich komme also mit Kehrtwende noch raus. Und auf den. Gedanken. Gut, okay, ich komme auf jeden Fall raus. Moin, Olli. Okay. Voda Uzu, Terran und Aquajet, oder? Was sagst du, Maltam, Pascal? Wasserdüse mit Terra auf Demeteros? Killt denn das? Nein. Dann auch Trefferschwall. Aber ich bin zu schnell. Sicher, dass ihn das nicht killt. Komm, wie viel Polarorkan abgezogen hat. Das ist nicht sehr effektiv. Ich probier's. Oder ich mach Schutzschild. Ich mache erstmal ein Schutzschild. Eine Runde noch Rückenwind. Kann ich jetzt Verhöhner drücken? Eigentlich. Mentalkraut ist ja verbraucht, ne? Ich mache nochmal Polarokan. Scheiß drauf. Ich glaube Verhöhner, damit er nicht heilen kann und so ein Scheiß. Wuhler müsste langsam sein wie Lando. Ja, das Problem ist, ich habe Rückenwind draußen, Pascal. Er macht auf jeden Fall Erdbeben. Der Schutzschild war gut. Und Boreos trifft er eh nicht. Vielleicht macht er auch Steinhagel. Aber dann hätte er nicht geterrat, oder? Wenn er Erdbeben macht, trifft Boreos nicht. Ist egal. Schutzschild ist drin. Steinhagel, ne? Wieso terrat er dann auf Boden? Macht eigentlich keinen Sinn. Steinhagel tatsächlich. Gut, dass ich den Verhöhner noch gedrückt habe. Ist doch Gestein. Ach so, das ist Stein. Oh, ups. Hat nichts gesagt. Alles gut. Alexa aus. Okay. Rückenwind hat sich gelegt. Wir machen jetzt Trefferschwall und Mogelhieb. Wie schnell ist Demeteros? Bin ich schneller mit Vola? Bin ich schneller mit Vola als Landorus? Langsamer? Scheiße. Das ist immer zu wenig Zeit. Mit Zauberraum läuft, dann bin ich langsam mit Vola, Osu. Ich muss das so machen. Ich will überleben. Mondgewalt zieht nicht viel ab. Auch wenn die einmal plus 1 ist. Das ist eine Frage des Invests. Okay. Ja, schwierig. Mit Bizarro-Raum und schneller und langsamer komme ich immer durcheinander. Ich sage es euch. Das ist so schwierig, da einen Überblick zu behalten, von allen Pokémon im Kopf zu haben, wer wie schnell ist. Dass Cresselia langsam ist, ist klar. Aber Demeteros, keine Ahnung, ob der schneller oder langsamer ist. So, den erstmal so gemacht. Mondgewalt, bitte überlebt das. Das musst du überleben. Ja! Ich sag doch, Cresselia hat keinen Angriff. Der kann auch fünfmal. Alter. Wichtig.
Wichtig, wichtig, wichtig. Ich wusste, dass Mondgewalt nicht viel macht. Und jetzt mache ich nochmal Schutzschild und nochmal Kehrtwende oder so. Ja, Kehrtwende, damit ich wieder Grasfeld bekomme. Gilt Grasfeld auch für die Gegner eigentlich? Ja, Fakeout safe, ne? Ja, Kehrtwende raus, Fakeout wieder rein, dann später. Gucken, was er jetzt noch hat. Ursa Luna. Oh, Bizarro-Raum ist, glaube ich, jetzt vorbei, oder? Eine Runde noch. Ja, da werde ich sowas von den Schutzi-Schildi machen. Ah, wie lange geht da noch Verhöhner? Auch eine Runde. Aber trotzdem, der ist nächste Runde. Ich mache jetzt eine... Ich mache jetzt eine Kehrtwende, selbst wenn er mich zuerst angreift. Fassade zündet noch nicht. Erdbeben. Er könnte Erdbeben machen. Macht ja so viel Schaden. Na, wir werden sehen. Ich kann es eh nicht anders machen. Ich hätte wechseln können, wenn er auf Erdbeben geht. Ja, vielleicht wäre der Wechsel auf Boros besser gewesen. Auf Demeteros. Er macht Schutzschild. Ah, super. Perfekt. Du Dummkopf. Du hast Bizarro-Raum. Du bist schneller. Du musst angreifen. Aber wer fliegt oder schwebt, hat keinen Heal. Okay. Er macht aber auch alles falsch. Entweder habe ich ihn komplett gelesen oder er hat mich falsch gelesen. Er hätte sowas von angreifen müssen. Im Bizarro-Raum. Und dann auch den Bedroher auf Ursa Luna. Ey, das ist ja... Ich habe den übelst... Also am Anfang, als wir die Teams ausgewählt haben, sah es noch nicht so aus, ne? Aber ich habe den übelst gekontert. Ich habe den ja übelst weggekontert. Das war mir in der Dingsauswahl gar nicht so bewusst. Er wird eh Erdbeben, wenn machen, ne? Aber er macht Mogli bestimmt, das ist das Problem. Und ich brauche Vola Uzu mehr als Gordrum, glaube ich. Falls er nämlich den Erdbeben drückt und ich den Mogli abbekomme, habe ich ein Problem. Dann machen wir das so und Stein. Und Und Kehrtwende, dann kommt er direkt wieder rein. Ach, der hat ja Mogelhieb. Ja, ja, ich muss tauschen. Außerdem Gras fällt gleich weniger Boden, ja. Oh, scheiße, wenn Demeteros schneller ist. Ah, das war eine Kehrtwende dumm. Ich wusste, dass er Mogelhieb macht. Deswegen musste ich auswechseln. Aber die Kehrtwende war, glaube ich, nicht so clever. Außer er macht Fassade. Aber wenn er Erdbeben macht... Aber müsste eigentlich überleben, oder? Mit Gras fällt... Mit Grasfeld und nicht sehr effektiv, auch wenn er Adrenalin drin hat. Er macht Fassade sogar perfekt. Er wollte unbedingt Vola Uzu weg haben. Und jetzt kommt nochmal Bedroher rein. Oh mein Gott, wie hab ich denn den komplett wegdominiert? Geil. Die Kehrtwende auf Demeteros, die fühle ich aber auch anders. Und dieses Rein- und Rauswechseln. Jetzt kommt erstmal schön nochmal Bedroher rein. Er könnte jetzt höchstens irgendeinen komischen Strolch machen, aber... Was soll er machen? Ich mache Steinhagel rein. Und ich könnte sogar auf Wasserdüse. Ich geh auf sicher. Jetzt töte den Bären. Ich mache es. Ich tue es. Wenn er jetzt... Ah, Schutzschild. Krass wäre, wenn er mit Grimmsnarl noch Paralyse hätte. Hat er doch auch manchmal, ne? Ah, Schutzschild geht ja durch! Ja!
Stimmt, vergessen. Das ist ja, ich lieb's. Bitte noch zurückgeschreckt. Der maximale Disrespect, boah, dieser Rückschrecker. Oh Mann, ey. Dieser maximale Disrespect. Leute, spielt das Team nach. Wie geil ist das denn? Mega, was wir da gebaut haben, Alter. Mega, mega geiles Team. Also vom Start weg. Zwei Siege hatte ich noch nie mit einem Team. Noch nie. Mal prüfen. Hier oben ist der Code. D59G7P. Das ist das Team.